Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier bei uns auf Queer Up. Und diese Woche rede ich mit euch mal über das Thema lesbisch sein und Kinderwunsch gleichzeitig haben. Weil viele haben ja so ein bisschen das Gefühl, dass so beim Coming Out oder wenn das Coming Out durch ist oder wenn sie herausfinden, sie stehen auf Frauen oder Männer, die herausfinden, sie stehen auf Männer, so ja, Kinderwunsch ade. Das ist aber nicht so. Bei uns in der Schweiz ist es ja so, dass wir nicht die Erlaubnis haben, Kinder zu adoptieren, wenn man in einer eingetragenen Partnerschaft ist oder einfach als einzelne Frau. Das ist ja bei uns nicht möglich. Was aber möglich ist, ist die Stiefkindadoption. Das heisst, wir lesbische Frauen bzw. schwule Männer haben einen kleinen Trick, den wir anwenden können. Und zwar Kind zeugen, bevor man in einer eingetragenen Partnerschaft ist. Das heisst, wenn man ein Kind mit in die eingetragene Partnerschaft bringt, kann die Partnerin nach einer gewissen Zeit oder der Partner dann das Kind adoptieren. Somit sind dann beide rechtmässig und vollständig Eltern von dem Kind. Und wenn man nach der eingetragenen Partnerschaft ein Kind zeugen, dann zum Beispiel wenn ich jetzt ein Kind zeugen würde in dieser eingetragenen Partnerschaft, dann würde meine Partnerin hat kein Recht an dem Kind. Es müsste einfach alles notarisch beglaubigt werden und abgesichert mit himmeltraurig schlimmen, vielen Papiersachen. Und das ist sehr mühsam. Also das ist so der einzige Weg, den es so gibt, dass man gleich gemeinsam ein Kind haben kann in der Schweiz. So. Was es aber noch gibt, es gibt gewisse Orte, zum Beispiel im Kanton Bern ist es möglich, dass man als gleichgeschlechtliches Paar dass man eine Pflegschaft übernehmen von einem Kind. Das heisst, man kann ein Pflegekind aufnehmen für eine gewisse Zeit. Teilweise sind es Kinder, die ein paar Jahre bei dieser Familie sind oder bei diesem Paar. Und dann gibt es Teilweise, die sind einfach nur für ein paar Monate dort, je nachdem. Ja, das ist im Kanton Bern zum Beispiel möglich. Ich weiss nicht, wie es in allen einzelnen anderen Kantonen so aussieht, aber in Bern weiss ich, dass das machbar ist. Ich persönlich habe Kinderwunsch, habe aber nie so wirklich gesagt, so unbedingt muss ein Kind her. Für mich ist klar, wenn ich eine Partnerin an meiner Seite, also ich habe eine Freundin, aber wenn sie zum Beispiel sagt, oh nein, ich habe voll keinen Kinderwunsch, für mich kommt ein Kind auf gar keinen Fall in Frage, dann wäre es für mich genauso okay, wenn sie jetzt sagen, oh mal, ich hätte eigentlich schon gerne ein Kind. Und ja, dann fände ich das auch okay. Fast ein bisschen mehr okay. Weil ich hätte schon gerne Kind. Aber ja, wichtig ist einfach, dass wenn Leute da draußen, zum Beispiel so zwischen, keine Ahnung, so im Teenie-Alter, irgendwann so merken, sie sind schwul oder sie sind lesbisch, der Kinderwunsch ist nicht völlig ab der Welt. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man vielleicht mit einem lesbischen Paar und einem schwulen Paar, also, dass das quasi die Co-Elternschaft besteht. Dass zwei davon sind quasi die biologischen Eltern und die anderen sind Co-Eltern. Das ist ja alles auch möglich. Es sind nämlich vier Elternteile vorhanden. Habe ich im Bekanntenkreis gibt es so eine Konstellation, wo ein schwules Pärchen mit einem lesbischen Pärchen drei Kinder haben und funktioniert ganz gut so. Ja, es gibt immer irgendeine Möglichkeit. Das wäre es eigentlich schon zu dem Thema. Ich würde sagen, wir sehen uns in den nächsten paar Wochen irgendwann wieder. Nächste Woche gibt es Outtakes, glaube ich. Mit der Mia und mir. Wenn ich mich nicht irre. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, wünsche ich euch ganz, ganz gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!